Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie haben eine Lebensmittel- oder Getränkeproduktion und suchen eine Lösung für gesunde Mikrobiologie, Keimthematik, kennt jeder, Kosteneffizienz in der Produktion, maximale Produktqualität und MHD, sowie eine nachhaltige Innovation für Raw, Super, Vital oder auch Functional Food und viele neue und zufriedene Kunden. Dann merken Sie sich den Namen Bormia. Sprechen Sie mich einfach an, denn wir haben die Lösung. Mein Name ist Nadine Althoff und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das geht. Und so entsteht Bormia Hightech aus der Natur. Sie sehen hier ein Edelstahlröhrchen im Schnitt. Darin sehen Sie eine Spiralfeder, die aus der Natur kopiert ist. Unsere Vorlage war ein Ammonit. Der hat einen natürlichen Rhythmus in sich, der natürlich auch im goldenen Schnitt steht. Die Natur, die gesamte organische Welt und damit auch du und dein Körper unterliegen der Mathematik des goldenen Schnittes. Das ist Bionik. Das ist die Grundlage von Bionik. Das Bauprinzip der Natur ist polar. Wir haben zwei Drehrichtungen. Linksdrehung, weibliches Prinzip. Rechtsdrehung, männliches Prinzip. Wir wissen alle, dass das Herz als Zentralorgan in unserem Körper als Pumpe definiert ist. Es hat die Funktion einer Wirbelkammer. Die ist arteriell linksdrehend und rhythmisch in den Körper hinein, weibliches Prinzip, und venös, männliches Prinzip, rechtsdrehend und rhythmisch zum Herzen zurück. Das Herz funktioniert also als Nullpunkt-Energiegenerator. Das habe ich besonders betont. Das heißt, es basiert auf Harmonie. Und genau das haben wir kopiert. Studiert, kapiert, kopiert. So einfach ist das. Und wie diese Spiralen in der Kooperation funktionieren, sehen Sie jetzt. Links fließt druckgeschädigtes, destrukturiertes Leitungswasser mit Mineralien durch die Spiralen. In der Mitte sehen Sie Kuhmilch, Hafermilch oder Sojamilch oder ähnliches mit groben Fett- oder Ölanteilen. Rechts sehen Sie ein Gemisch aus zum Beispiel Molke, Frucht- oder Gemüsesaft oder einer ihrer Kompositionen. Sie finden in der Spirale regelmäßig nacheinander angeordnete Druck- und Vakuummomente in einem konischen Gesamtaufbau, der die Durchlaufgeschwindigkeit erhöht. Die Flüssigkeit selber wird zentripetal verwirbelt. Das ist auch sehr wichtig. Nicht zentrifugal, sondern zentripetal, das heißt nach innen gerichtet. Im Kreuzungspunkt zeigt sich die maximale Rotation der Flüssigkeiten oder der Flüssigkeit, die sich gegen Ende der Spirale steigert. Was passiert denn jetzt? Die Inhaltsstoffe aller Flüssigkeiten werden so beschleunigt, dass sie im X-Punkt homogen werden. Das ist das Nanometrisierungsprinzip der Natur, liebe Freunde. Im Rasterelektronenmikroskop zeigt sich das so. Rechts ohne Bormia, links mit Bormia. Bormia erzeugt im Trinkwasser einen höheren Energiestoffwechsel in der Zellen. Eine entzündungshemmende Wirkung, eine antioxidative Wirkung, das ist komplett neu gewesen für die Wissenschaftler. Eine gesteigerte Zellvitalität und eine höhere Zellregeneration. Für Sie als Produzent heißt das stabile Haltbarkeit, Kolloidalität und damit Vitalität im Produkt, eine hohe, sehr hohe Bioverfügbarkeit, Homogenität, gesteigertes Aroma und vieles, vieles mehr. Hier Auszüge aus der Zellbiologie. Links die Steigerung des Energiestoffwechsels, rechts die entzündungshemmende Wirkung durch
Bormierwasser. Mehr dazu finden Sie auf unserer Webseite. Und die Universität Graz, Dr. Mediger, sagt, die Bormierbehandlung übt auf nahezu sämtliche zentralen Körperfunktionen sowie auf verschiedene psychische, kognitive und mentale Funktionen einen Einfluss aus, vorwiegend auf dem Weg über die übergeordneten Zentren der zentralen Steuerung. Das ist eine sehr spannende Aussage. Und wie Sie sehen, entsteht ein Win-Win-Effekt auf allen Ebenen. Kreieren Sie mit Bormia Ihre Zukunft. Testen Sie Bormia.